So, hallo liebe Pokémon-Freunde, mein Name ist Biotopi. Heute machen wir ein kleines Special auf meinem Kanal. Und zwar habe ich mir letzte Woche eine kleine Sammlung gekauft, bei der ich immer noch nicht weiß, was da drin ist. Und das wollte ich jetzt einfach mit euch zusammen durchschauen. Ich habe da wirklich bloß eine Angabe von 150, 200 Pokémon-Karten für einen angenehmen Preis bekommen. Und da musste ich einfach zuschlagen. Und wir gucken uns jetzt mal gemeinsam an, was da so drin ist. Wir haben einen Kleinstein. Einmal die Rettungstrage. Metang. Pipi. Ein Relikant. Da ist auch nichts sortiert. Da sind Arsch sämtliche Serien durcheinander. Eine Nachahmerin. Pokémon-Umkehrung. Eine Energiekarte in Holo. Sehr schön. Ich glaube, allein der Griff hat den Preis. Oh, was ist das? Das ist Professor Birk. Ebenso in Holo. Ich glaube, da hat sich der Preis schon für die zwei Karten locker rentiert. Wir haben hier einmal den Energie. Die Energiesuche, ein Dickda, ein Mauzi, ein Spezialhammer, Schnuthelm, ein Skelly in Reverse Holo, okay, ein Schlupuk, der Nestball, Professor Kukui, ein Corazon, Maximal Salada, Malzada, ein Hyperball, ein Timerball, ein Xatu. So alle Serien kreuz und quer. Ein Tyrakrok. Sehr schön. Skunkapu, wieder eine Trainerkarte in Holo. Die ist aber schon geknickt hier unten. Aber gebrauchten Karten ist es einfach mit drin. Gespielte Karten zu bekommen oder gute Karten aus den 90ern ist sowieso immer ein bisschen schwer. Ponyta, eine englische Karte, Trainer. Draw two cards. Die machen wir mal extra. Togetic, auch eine englische Karte. Explode. Englisch. Slowpoke. Englisch. Oddish. Auch englisch. Noch eine englische Magikarp. Rattatan. Rattata. Englisch. Drowsy. Auch englisch. Ein englischer Pelipper. Ein Kamehaps. Eine englische Trainerkarte. Cerulean City Gym. Eine Trainerkarte Mysterious Fossil. Eine Trainerkarte Gambler. Trainerkarte Recycle. Wieder eine Mysterious Fossil. Trainerkarte Trank. Potion. Eine Trainerkarte Pokéball auf Englisch. Eine Energiekarte auf Englisch. Da sind sehr viele englische Karten dabei. Ein Brock, Englisch, Trainer, Mozi, Mewth, Englisch, Pokéball, Englisch, Moo Moo Milk, auch Englisch, Sandslash, Englisch, und alles Karten, die habe ich noch gar nicht in meiner Sammlung. Sehr schön. Ein Bummels, ein Litomit, ein Kabuta. Ein Bisofang in Holo. Sehr schön. Wieder ein Pokéball. Das ist die gleiche, die wir auf Englisch gezogen haben. Der Trank. Eine Energiekarte in Holo. Auch toll. Energieumschalter.
In Holo. Toll. Was haben wir hier? Fritzelbits. Einmal, zweimal. Ein Snubbull. Ein Kreputak. Ein Feueridel. Sieper. Fukano. Wir eine Trainerkarte. Eine Supporterkarte der Angler. Da ist wirklich Kreuzung für alles beieinander. Dann haben wir hier die Trankkarte einmal, Trankkarte zweimal, Trankkarte dreimal. Wir haben ein Smogon, einen Flottball, Lana Suche. Bisher auch nicht. Oh, ein Inkognito. Auch sehr schön. Fluchtseil. Molimorba. Kumarda. Ein Bammelin in Reverse Holo. Wendelberg. Watzapf. Ordoch. Voltula. Stolunio. Dieses Artwork habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Mal schauen. Wir haben ein Semon, ein Sonnfell, das ist aus der neueren Serie, das Corazon ebenso. Kirlia, Vergrößerungsglas. Okay, Heilpuder, Pokémon-Persönlichkeitstest. Team Aqua Intrigant. Okay, ein Magmain. Oder Magnaien. Oder wie man es auch immer ausspricht. Einmal Pokéball. Einmal Ballonbeere. Wieder ein Pokéball. Heikos Training. Oh, da kommt jetzt wieder was aus der Ethin-Serie. Ein Fukano. Ein Blitzwürfel in Holo. Dann haben wir hier Pokémon Krankenschwester. Das sind natürlich schon so alte, bespielte Karten, man sieht es, ne? Die sind wirklich zum Teil schon richtig runtergeritten. Die Kumu-Milch. Die Superangel. Eine Energiekarte. Ein Regenformeo. Ein Rassaf, ein Carpador, oh, ein älteres Aquana, sehr schön, ein Starmie, ein Apollo, eine tolle Karte, ein Nudeluff, was haben wir sonst noch hier, gucken wir mal, Pokédex. Das Geheimnisfossil, das hat man ja vorhin in Englisch. Energiesuche. Pokéball. Pokéball. Der EP-Teiler. Bilzwartung. Ein Clownfossil. Was immer so. Geheimnisfossil. Ups, was ist das? Ein Quiekel in Reverse Holo, ein Berge-Energie, ein Dragonier, ein Stolunior und ein Ultrigaria. So, das war's zum Thema dieser Sammlung, die ich da gekauft habe. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Schnapper mitgemacht. Das hier sind die englischen Karten. Das sind die deutschen. Ja, für die paar Euro, wo ich dafür bezahlt habe, glaube ich, hat sich das gelohnt. Es sind sehr viele Karten dabei, die ich jetzt vom ersten Blick gesehen habe, die ich nicht habe oder noch nicht oder ja, vielleicht auch in einem schlechteren oder einem besseren Zustand. Müssen wir mal durchgucken. Wenn euch dieses Video so gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, abonniert meinen Channel und wenn ihr weiterhin sehen wollt, wie ich
Sammlungen aufkaufe und angucke, schreibt es mir einfach in die Bemerkungen. Und ja, hinterlasst mir einfach ein Like, abonniert, weil wir YouTuber leben von dem Abo. Und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Pokémon-Sammeln. Euer Biotopi.